Bekehrter Bauer. So, da machen wir natürlich noch Bauer Bauer, dass wir das Problem diesmal nicht haben, zu wenig Nahrung. Und dann helfe ich ganz kurz mal noch schnell hier nachzufüllen und mache aber gleich noch ein Lager, nämlich hier hinten, weil ich möchte ja in die Richtung. Sie legen also Vorräte an. Ja, natürlich. Dieser Krieg wird noch lange dauern. So, das haben wir auch gleich. Ist das Lager fertig? Noch nicht ganz. Ich brauche noch einen Baum. So. Wunderbar. Ich bediene mich gleich ein bisschen an einem Klick, dass wir schneller hier nach vorne kommen. Und baue mich gleich nach vorne. So. Da können wir nämlich gleich da die Mauer ziehen und haben nämlich dann vielleicht Ruhe. Hoffe ich doch. So. Da, komm. Na. Diese Mauer wird euch nicht vor der Pracht unserer Stadt schützen. Na, Abu? Geht's dir besser? Soll diese Mauer mich oder ihre eigenen Sklaven aufhalten? So, dann würde ich mal sagen, Abu könnte doch da das bauen. So, dann hat Abu nämlich auch was zu tun. Und wir können mal schauen, wir sind ja jetzt nur hier mal geschützt. Jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir hier geschützt sind. Die da hinten machen mir noch keine Sorgen. Und hier? Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, wir müssen uns jetzt noch in die Richtung bauen. Und danach fange ich natürlich an, viele Häuser zu bauen. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mal einen Baum hier. Ich mache mal hier eben unser Wasserzauber. Und dann schauen wir, dass wir ein bisschen Nachschub bekommen. Wenn wir schon die Macht haben, das zu tun. Na, was haben die gesagt? Ich glaube, sie haben Hunger. Jupp, da schauen wir auch gleich. Nur einen kleinen Moment, meine lieben Dorfbewohner. Meine Leute. Ich muss da nur eben ein bisschen Holz organisieren. Sonst haben wir nämlich nachher später ein Problem. Aber das sieht schon schön aus da hinten. Ich muss das nachher mal genauer anschauen. Da hinten, das sieht wirklich schön aus da mit diesem Mühle oder was das sein könnte. Ich muss mal näher, ich sehe gar nichts. So. So, das reicht mal. Ich wollte ja nur ein paar Bäumchen hier. Da können wir nämlich da weiterbauen. Und dann schauen wir mehr Nahrung. Vielleicht brauchen die noch ein Feld mehr. Aber sobald wir nämlich dort vorne sind, können wir natürlich noch ein bisschen ausdehnen. So. Das könnte klappen. Ich reiße natürlich dann da noch ein paar ab. Also die Lager meine ich. Weil es macht keinen Sinn. So viel Lager brauche ich noch nicht. Das wäre ein bisschen zu übertrieben. So. Dann bauen wir das Lager. Wunderbar. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt gut kriegen. Ah, haben wir da noch ein bisschen... Ja, hier passt das. Seht ihr, das hat geklappt. Da ist zu. Da kann Abu nämlich gleich helfen. Abu! Kommst du mal? Kannst du mir helfen? Jo, er kommt. Wunderbar. Dann, während Abu hilft, machen wir da ein bisschen vorwärts mit der Nahrung. Wo habe ich Wasser? Hier, Wasser. Na, hier kriegt ihr ein bisschen eine kleine Dusche. Das ist doch schön. Und dann können wir gleich hier weitermachen. So. Da habe ich noch Wasser in der Hand gehabt. So. Ja, Nahrung kommt ja gleich, Leute. Ich bin ja schon dabei. Und gleich gibt's noch Holz. Abu ist schon fleißig dran. Seht ihr? Der holt einen Baum. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Was machst du? Ah, ich hab's... Das war zu schnell. Ich konnte es nicht lesen. Er macht einen Baum dorthin. Okay. Ich verstehe zwar nicht den Sinn, Abu, aber... Du bist ja der Affe, nicht ich. Ein richtiger Tempel. Die Hochachtung aller Fremden ist uns gewiss. So, ja, der Tempel müsste ich auch mal noch bauen, oder? Oder habe ich den schon? Nee, der ist ja auch schon fertig. Ja, Wahnsinn, das ging ja schnell. So. Was ist mit dem Erz? Ich muss da kurz mal schauen, dieses Erz. Nehme ich jetzt. Ja, das machst du gut, Abu. Ich muss jetzt da kurz mal ihn belohnen, wenn er Erz sammelt. Natürlich, das darf er gerne machen. Ich gar nichts dagegen.
Und ich würde sagen, unsere Truppen, die packen wir mal hier hin. Ja. So, noch ein bisschen Holz, dass unsere Untertanen auch ein bisschen bauen können. Und gleich noch ein paar Baumeister. Ich brauche noch ein paar Leute. Leute, komm mal. Haben wir noch ein paar, wo wir noch ohne Arbeit haben? Da hinten? Naja, egal. Ich mache da gleich noch mehr. Baumeister. Ja, das geht hier nicht. Ich muss zuerst was bauen. Okay, kein Problem. Da bauen wir hier noch ein Häuschen. Und da könnt ihr nämlich Baumeister machen. Baumeister. Wunderbar. So, und jetzt geht's endlich los und machen wir die ersten Häuser. Und die Mauer, die eine steht schon. Und die zweite? Noch nicht ganz. Oder meine ich das? Ah nein, Abu hat da nur scheinbar einen Baum gepflanzt. Und die? Die Mauer ist auch gut. Abu, was machst du draußen? Moment. Das ändern wir gleich. Wir müssen noch ein Tor hinbauen, natürlich. Sonst kommt unser Abu nicht mehr rein. Komm, Abu. Muss härter arbeiten. Gehen wir mal wieder rein. Stecken sich hinter Mauern? Egal. Ich locke ihr Volk heraus. Warum sollten sich meine Untertanen dem Feind anschließen? Abu hat zwar alles schön gebaut, aber hat sich natürlich rausgesperrt, so... Naja, nicht gerade die beste Idee. So, Abu, hast du Hunger? Natürlich hast du Hunger, was sonst? Dann lassen wir ihn doch gleich mal noch ein bisschen Getreide holen. Da kann er dann auch noch ein bisschen was futtern und dann braucht er noch ein bisschen Schlaf. Und Abu, wir müssen nachher noch ein bisschen trainieren, da das muss echt sein. Ja. So, du bist pappsatt, das freut mich doch. So, geh mal darüber, pennen. Und ich baue mal zwischenzeit weiter, ne? Also. Sie brauchen Häuser, habt ihr gehört? Also gibt's mehr Häuser. Bin ja schon dabei, Leute. Ich kann auch nicht zaubern. So. Mehr machen wir das mal so. Ich habe mir eigentlich gedacht, hier irgendwie noch einen Weg weg. Ich glaube, das reiße ich nochmal ab, das Häuschen da. Ich möchte nämlich hier einen Weg. Dann machen wir doch das eben. Nicht dich. Ich wollte hier einen Weg. So, genau, so dachte ich mir das. Da kann ich nämlich hier nämlich wieder rundherum. Ihr kennt ja schon mein System. Das finde ich sehr schön und auch sehr effektiv. Na? Ist das nicht gerade genug? Ich will den Weg jetzt hier durch. Hallo? Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Okay. Sind die schon so weit? Ja gut, dann komme ich gleich und lasse euch rein. Ich möchte nur noch kurz das Häuschen hier bauen, wenn das geht. Yep, passt. Wo seid ihr denn? Da kann man nämlich draufklicken und dann geht man dorthin, wo sie sind. Ja, sind nicht gerade viele, aber ihr seid willkommen. Dann habe ich für euch doch natürlich gleich noch eine Aufgabe. Zwei gehen weg, okay. Was könntet ihr tun? Ihr könntet doch noch ein bisschen bauen. So. Na, Abu, bist du schon wieder wach? Dann habe ich dann gleich auch eine Aufgabe für dich. Komm mal her. Ah, du willst dein Teddy noch schnell weglegen? Oder ich lege ihn dir dahin. So. Abu. Ich würde mal sagen, du musst was essen. Also nicht essen. Wir gehen jetzt trainieren. Komm mal mit, Abu. Hopp, hopp. Rüber da. Und dann schnappt ihr ein Bäumchen und dann trainier, was das Zeug hält. Ja. Jetzt hat mein Volk Häuser. So. Ausgezeichnet. Dann lasse ich mal Abu trainieren. Ich mache da gleich mal noch ein bisschen Abbau. So. Na, Abu? Du darfst schon noch mal. Okay, ich steck den Baum wieder zurück. Nimm noch mal den Baum da. Wir haben ihn einmal trainieren. Das ist ein bisschen wenig. Komm, Abu. So, Abu gibt sein Bestes, ihr seht ja, ist er ein fleißiger, fleißig am Trainieren. So, nochmal, danach darfst du was anderes machen. Da kannst du mir nämlich mal helfen, ein bisschen beim Bau. Wir müssen ein bisschen mehr Häuser haben. So, warte mal, ich muss da noch eine Straße haben. Und wir haben ja noch Brunnen, die könnten wir eigentlich auch gleich machen. Beginnt mit dem Bau des Sirenenwunders. Oh. Oh, das klingt aber nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Ihr werdet dann sehen, warum.
Das Sirenenwunder ist sehr mächtig und ja, ich habe schon ein bisschen Respekt von dem Ding. So, wir machen jetzt hier noch gleich zwei Brunnen. Passt noch einen hin? Hier? Jo. Wir brauchen Häuser, ich bin ja schon dabei. Abu, was machst du? Am Rand unseres Einflussbereichs warten ein paar Sterbliche, die zu uns überlaufen wollen. Oh, schon wieder? Ja, dann schauen wir doch gleich mal. Mehr Leute, immer gerne. Kommt nur rein. Wunderbar. Das wird natürlich die Japaner nicht freuen, aber was soll's. So, dann würde ich mal sagen, ihr könntet doch noch Brüter machen, ne? Brüter. So, wunderbar. Abu hilft uns, sehr schön. Sonst hätte ich nämlich ihn gleich eingeteilt dafür. Aber wenn er das freiwillig tut, dann müssen wir das ja gar nicht. So. Ich würde mal sagen, wir könnten mal schauen. Also, wir müssten ja jetzt mal noch uns ein bisschen auf die Verteidigung spezialisieren. Aber das bauen wir ein bisschen weiter weg. Ihr wisst ja, die Leute mögen das nicht. Wenn ich das nämlich hier hinsetze, seht ihr, dann ja, habt ihr keine Freude dran. Ich baue das hier hin. Oh ja, Waffenkammern machen aus Weicheiern echte Kämpfer. In dieser Waffenkammer bilden wir Schwertmeister aus. Ja, dann hätten wir das auf jeden Fall. Abu, was machst du wieder? Komm mal her. Aha, du bist schon wieder müde. Seht ihr, der hat schon langsam Muckis. Ah, der Bauch ist weg. Wunderbar. So, hol doch noch ein bisschen Getreide. Ja, Abu. Du hast nämlich Hunger, ich hab's schon gesehen. Na, lass dir schmecken. Jetzt darfst du mir aber mal kurz ein bisschen helfen. Komm mal, Abu, du musst für mich ein bisschen bauen. Komm. So. Da kann ich nämlich hier in der Zwischenzeit den Rest machen. So, der Stein lege ich mal hier auf die Seite. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Wunderbar. Da hat es noch einen kleinen. Ja, komm, den schmeißen wir ganz weg. Brauchen wir eh nicht. Der auch noch. Und hepp. Weg ist er. Gut, da könnten wir doch hier noch eine Straße machen. Komm. So. Und schau mal, Abu. Hier habe ich noch ein paar mehr Häuser, wo du mir bauen darfst. Ja. Da passt nicht mehr rein. Lassen wir mal da offen. Ich darf nicht zu eng, wenn Abu auf einmal einen Wachstumsschub bekommt, kommt er nämlich hier nicht mehr durch. Das wollen wir ja nicht. Sie haben noch mein Dorf erobert? Wer zu schnell marschiert, vernachlässigt seine Flanke. Wieso? Meine Flanke ist doch in Ordnung. So, ich möchte hier nämlich noch einen Weg machen. Geht das? Jupp. Dann mache ich nämlich hier noch einen Weg. Und Abu ist ja auch fleißig, hoffe ich doch. Abu? Er entspannt sich. Okay. Bist du müde? Oder wo ist das Problem? Ich muss mal noch hier. Kommt auch noch ein Weg hin. So, dann machen wir nämlich hier auch noch Häuser. Und ich muss gleich mal wegen Abu schauen. Ihr wird wie... Mag er nicht, oder? Ich muss mal gucken. Was ist denn? Geht's dir gut? Na, Abu? Könntest du denn nicht das Häuschen hier machen? Moment. Abu? Hierhin. Na also, geht doch. Dann mach du doch weiter. Ich bin ja auch dabei. Wir müssen hier ein bisschen... Einwohner haben. Wir brauchen mehr Häuser. Ja, ja. So, dann machen wir hier nochmal einen Brunnen ein bisschen für die Optik. Und nachher schauen wir ja gleich mal, was ich sonst noch bauen kann. Wir haben ja noch ein paar Tributpunkte. Diese Menschen schließen sich uns an und akzeptieren unseren Ehrenkodex. Dadurch mehren sie unsere Macht. Aha. Na? Klappt das nicht? Komm, da muss doch passen. Ja, eben, sag ich doch. Wäre ja schade. Das wäre ja Platzverschwendung. So, ich möchte noch ein bisschen Bäume hier. Ich baue mal da mal was anderes. Muss ja nicht alles zu sein. Dann machen wir hier nämlich noch ein paar Bäumchen hin. Und ihr dürft einen Weg bekommen. Und dann machen wir hier ein bisschen grün. So. Anstatt immer alles zu bauen.
Da ein bisschen grün und hier noch ein Bäumchen hin. Na? So, wunderbar. Dann ziehe ich nämlich hier noch eine neue Straße. So, da können die Bewohner dann auch hier entlang. Ah, das reicht mal bis hier. Na, Abu, kommst voran? Noch könntest noch Anhänger. Bauen. Jeder einzelne von ihnen macht uns stärker. Wir werden siegen. Da muss ich leider außenrum, da wird das problematisch mit dem Bauen, aber wir können ja dort wieder ein paar Bäumchen hinpflanzen. So. Da ein Baum. Die Griechen führen unsere Städte in Versuchung. Postiert so. Auf den Mauern Bogenschützen.